So, hallo erstmal und herzlich willkommen aus Brackenheim. Ja, VfL Brackenheim gegen den FC Union Heilbronn, so heißt das Spiel am 5. Spieltag der Bezirksliga Unterland. Ja, und wie gesagt, man begann Sonntag morgens 11 Uhr, extra Wurst Brackenheim wieder, statt Freitagabend, heute mal Sonntag morgens um 11. Aber gehen wir rein ins Spiel. 5 Minuten dauert es da, die erste Möglichkeit der Adler. Philipp Müller baut das Spiel auf. Langer Ball nach vorne, Kopfballabwehr der Brackenheimer. Dann aber schön durchgesetzt und Sona Jalen zieht das erste Mal ab, aber doch noch einiges übers Tor. Genau das gleiche auf der anderen Seite, 2 Minuten später von den Hausherren. Hier wird Hand reklamiert von Betim Rugova. Schiedsrichter lässt weiterspielen und dann auch ein Stückchen übers Tor. So, 11 Minuten, erste gute Möglichkeit, der Brackenheimer Freistoß von der rechten Seite, Kopfball, aber noch zu unpräzise. 8 Minuten später heute der FC Union mit Sven Zambale im Tor, auch Fabio Lombardo verletzt. Ja, und an der Linie heute Markus Juncker, unser Trainer Werner Habiger im Krankenhaus. Wir wünschen von hier gute Besserung und hier Sven Zambale, erste Mal im Einsatz. So, die 21. Die Adler auf dem Weg nach vorne über Sona Jalen, dann Durim Leka. Sehr gute Möglichkeit, aber noch ein Fuß der Brackenheimer dazwischen. Eckball gibt's. Sonst hätte es durchaus schon mal was Zählbares geben können. Hier die Ecke, dann Betim Rugova an den Pfosten. Ja, die Adler kamen jetzt so langsam hier in Brackenheim. Die 28. Eckball. Mohamed Bayrami reingebracht, angeklärt von den Hausherren. Ja, kommt raus wieder zu Sona Jalen in die Mitte rein. Und dann Daniel Neumann kriegt den Ball nicht richtig unter Kontrolle und dementsprechend kein Problem für den Keeper der Brackenheimer. So, weiter geht's. Immer wieder in die gleiche Richtung aufs Tor der Brackenheimer. Dieses Mal über Kevin Herrmann geht, wie man es kennt, über die rechte Seite. Dann der Ball rein Richtung Durim Leka. Aber Brackenheimer Fuß dazwischen. Ungeklärte Situation. So, spielentscheidend wurde es in der 36. Minute. Ball auf Sona Jalen. Der Foul, dann gibt es ein kleines Gehändel zwischen dem Brackenheimer und Jalen. Der Schiedsrichter zieht sofort rot gegen den Heilbronner. Kann man jetzt auch in der Zeitlupe, wenn man es ein paar Mal angeschaut, kann man nicht genau sehen. Aber der Schiedsrichter rot für Jalen und gelb für die Nummer 22 von Brackenheim. Der bringt jetzt hier den Ball nach vorne Richtung Tor der Adler. Die können sich aber schnell befreien. Verlieren dann wieder und dann Abschluss aus der zweiten Reihe. Kein Problem für Sven Zambale. So, letzte Möglichkeit in der ersten Halbzeit, schon 2 Minuten Nachspielzeit für die Hausherren aus Brackenheim. Fernschuss, aber auch einiges übers Tor. Und so bleibt es zur Halbzeit beim 0:0 der beiden Top-Mannschaften der Bezirksliga Unterland. Zweite Halbzeit, 2 Minuten gespielt. Die Brackenheimer können im Mittelfeld den Ball erobern. Kommt nochmal raus auf die linke Außenbahn. Dann Flanke oder Schuss, eins von beiden. Auf jeden Fall ist Sven Zambale sicher. Die 54. Ball von Krisimir Stranka. Stockfehler der Brackenheimer. Durim Leka geht, sieht in der Mitte Daniel Neumann. Der, ja, ackert sich da durch und schiebt den Ball ein zum 1:0 für den FC Union Heilbronn in Unterzahl beim VfL Brackenheim. Schön gemacht von unserem Neuzugang Daniel Neumann. Drei Brackenheimer da um ihn rum, setzt sich aber schön durch und schließt ab. 1:0. So, 4 Minuten später dann die Hausherren. Jetzt bedacht hier den Ausgleich zu machen. Aber die Adler immer wieder stark im Konter hier über Kevin Herrmann. Durim Leka schiebt wieder rüber zu Herrmann. Der könnte abschießen, aber dann abschließen
Dann haben wir ein bisschen zu langsam, kommt noch ein Brackenheimer dazwischen und so geklärt die Situation 4 Minuten nach der Führung. Wieder 3 Minuten später, eine gute Stunde gespielt, wieder schön aufgepasst von den Adlern. Diesmal geht es über Durim Leka, der nächste Konter. Ja, Brackenheim musste was tun, der FC Union konnte kontern. Durim Leka zieht ab, aber schön verteidigt hier von den Hausherren. Und weiter 1-0 Führung für die Adler. Ja, die machten heute eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel, gerade nachdem Soma Celin weg war. Man brach nicht zusammen, die Abwehr stand sehr, sehr stabil und so konnte man sich den einen oder anderen Konter rausarbeiten. Jetzt war wieder der VfL über die rechte Seite. Dann, ja, ein bisschen überraschend kommt hier die 16 an den Ball, aber Glück für die Adler. Ja, die Nummern habe ich zwar von den Brackenheimer, die seht ihr selber, leider keinen Spielbericht, noch im Internet ist jetzt um 3:30 noch nichts zu sehen von Mannschaftsaufstellung, dementsprechend muss ich da immer, ja, habe ich die Namen nicht wirklich, aber hier wieder der 16er Kopfball, Glück bleibt weiterhin bei der knappen Führung für den FC Union, die jetzt wieder kontern können. Daniel Neumann gewinnt am eigenen 16. Ball und er geht und geht. Zwei Leute kommen nicht mit, einer lässt er stehen. Jetzt mal schauen, was kann er draus machen. Zieht ab und knapp am Tor vorbei. Ja, hätte schon fast das 2-0 sein können und das wäre unter Umständen hier auch die Entscheidung gewesen. Dann aber wieder Brackenheim vertändelt sich und der nächste Konter, der Adler, läuft dieses Mal über Serpen Bakacak, der mittlerweile ins Spiel gekommen ist. Man muss aber nochmal abbremsen. Weilbrenner auch mittlerweile ins Spiel gekommen. Dann Neumann auf Bakacak, frei vom Keeper, Innenpfosten und der Ball geht raus. Ja, Pech jetzt hier für die Adler, hätte man den Sack zumachen können. Foul von der Nummer 22, ja. Selbst die Brackenheimer sagten, schön vom Schiedsrichter, dass der überhaupt noch mitspielen darf. Gelb gegen Sona Celin bekommen, da war er mit beteiligt und seitdem 5-6 Fouls. Ja, Glück für Brackenheim. Ja, die letzte Spielminute auf den Rängen hatten sich die Fans der Brackenheimer eigentlich schon mit der Niederlage abgefunden. Aber der VfL kämpfte. Schiebt jetzt den Ball hier zu Dustin Weisbeck. Der schiebt aus 20 Metern, zieht aus 20 Metern mal richtig ab und macht hier den Ausgleich. In letzter Sekunde kann man sagen, ja, den Ball haben wir noch ein bisschen langsam gemacht, dass man auch wirklich reinkriegen. Hammerschuss, Sonntagsschuss, Traumtreffer Dustin Weisbeck zum Ausgleich in der 90. Spielminute. Ja, aber das war es noch nicht. Ging noch ein bisschen weiter und jetzt kam der VfL, wollte hier unter Umständen noch ein bisschen mehr rausholen. Hier wieder der 22er. Geht auf der linken Bahn nochmal in die Mitte. Und ich glaube, das war nochmal das in Weisbeck. Schöner Heber, knapp neben das Tor. Glück für die Adler, dass man das Ding nicht noch kurz vor Schluss verliert. Aber wie gesagt, das Spiel immer noch fertig. Eine Minute später, der VfL bekam jetzt richtig Aufwind, wieder über die rechte Seite. Durch das Tor haben sie noch ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen. Wieder Dustin Weisbeck zieht wieder ab gegen die Laufrichtung von Sven Zambale, aber auch knapp am Tor vorbei. So, vier Minuten mittlerweile nachgespielt. Eckball, Brackenheim, letzte Gelegenheit in diesem Spiel. Abgewehrt von den Heilbornern. Schiedsrichter pfeift ab, ja, und es bleibt beim 1:1 im Topspiel. Schauen wir mal, wie es weiterbringt. Die Adler jetzt nächste Woche am See gegen Wüstenrot. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.